Ja, wir haben heute Abend ein Thema: endzeitliche Falle des Perfektionismus der Gläubigen. Nun steht das Wort Perfektionismus nicht in der Bibel. Aber in Matthäus 5, ich lese uns den Vers 48, steht: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber man könnte fragen, was hat es mit der Endzeit zu tun? Wir haben ein Problem. Ich möchte zuerst einmal die grundsätzlichen Rahmenbedingungen aufzeigen. Endzeit ist an und für sich ein Begriff, der sich bei den Gläubigen eingebürgert hat für die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Wenn man es ganz genau nimmt, bezeichnet die Bibel eigentlich die gesamte Gemeindezeit als Endzeit. Und das, was wir unter Endzeit bezeichnen, wird in der Bibel als Ende der Tage beschrieben. Also Endzeit ist aber in Ordnung, wenn man das Wort benutzt. Und jetzt gibt es drei große Zeichen, die wir ja alle sehen. Einmal das ganz große Zeichen, die Erfüllung der Prophetien aus dem Hesekiel 36, 37, 38, 39, die Gründung des Staates Israel. Was ja ein Wunder ist, wer sich je mit dem auseinandergesetzt hat, wenn hier ein kleiner Haufe von Leuten, teilweise mit primitivsten Waffen, hochmodernisierte Armeen in unendlich größerer Stückzahl zurückschlägt, dann kann man das einfach menschlich nicht mehr erklären. Gott gab, dass diese Prophetie erfüllt wird. Und dann wieder Israel in Lukas 21, wo die Bibel dann sagt, das ist der 24. Vers, dass die Rückeroberung Jerusalems praktisch das Signal gibt, dass die Zeit der Heiden zu Ende geht. Das heißt die Gnadenzeit. Das ist einmal eines der ganz großen Zeichen. Viele unserer Väter, die wir noch aus der Erweckung kennen, aus der Heiligungsbewegung, aus der Gemeinschaftsbewegung, hätten wohl viel darum gegeben, wenn sie dieses Zeichen gesehen hätten. Sie mussten es glauben, wir haben es gesehen und inzwischen ist es gewöhnlich, das ist ein Problem. Aber das ist eines der großen Zeichen der Endzeit. Gleichzeitig sagt aber unser Herr Jesus, dass es ein weiteres Zeichen geben wird, das inzwischen fast auf dem Höhepunkt angelangt ist und das eine dramatische Entwicklung in der gesamten Welt eingeleitet hat. In Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, die Bibel sagt, die Gesetzlosigkeit wird das Element sein, das die gesamte Endzeit prägt. Und dann sagt sie im 2. Thessalonicher 2, aus der Gesetzlosigkeit kommt der Gesetzlose, nämlich der Antichrist, hervor. Und jetzt haben wir das große Problem, diese Gesetzlosigkeit laut Heiliger Schrift hat eine unangenehme Nebenwirkung. Und diese Nebenwirkung ist, dass die Liebe der Gläubigen erkaltet. Das heißt, die Gesetzlosigkeit macht genau das, was Daniel 7,25 uns beschreibt. Und das ist etwas, was man sich nicht so richtig vorstellen konnte vorher, bevor es geschah. Dort sagt die Bibel, und wir haben jetzt hier eine Beschreibung des Antichristen, aber die Bibel sagt ja im Petrusbrief, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist kommen wird. Und das heißt hier praktisch, er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, zermürben. Das ist ein Prozess, der jetzt in der Endzeit geschieht. Die Gläubigen werden aufgerieben, sie werden zermürbt. Und das dritte Zeichen aus 2. Thessalonicher 2, das ist der Abfall der Gemeinden. Dort sagt die Bibel, die Gemeinden werden abfallen. Wir haben heute einen Abfall der Gemeinde, das ist unfassbar. In der Welt haben wir die Gesetzlosigkeit. Wenn ich vor 40 oder 50 Jahren gesagt hätte, Gender, was das heißt, dann hätte man mich wohl in die Psychiatrie eingeliefert. Das heißt, da ist etwas passiert durch die Gesetzlosigkeit, das gesamte Bewusstsein, das biblische Bild, das ja auch die westliche Welt geprägt hat, ist vollkommen zerstört worden. Auch gleichgeschlechtliche Sexualität, aber nicht nur das, sondern es ist heute möglich, Gott zu lästern, aber keine Religionsgemeinschaft. Ist doch seltsam.
Ich kann Gott lästern, aber keine Religionsgemeinschaft. Also das ist alles auf den Kopf gestellt. Und diese Gesetzlosigkeit, die bewirkt, dass die Gläubigen durch das zerrieben werden. Du könntest ja verzweifeln, wenn du das siehst, was passiert. Wenn du an deine Kinder denkst, wenn du, bei mir sind es die Enkel, wenn du dran denkst, was mit ihnen passiert, was auf sie zukommt. Und diese ganze Gesetzlosigkeit hat natürlich auch bewirkt, dass dann in den Gemeinden dieser Abfall, ich sage mal so, explosionsartig geschehen ist. Ich kann mich erinnern, wo wir viele Gemeinden waren, das, was ich verkündige, haben früher viele verkündigt. Wenn ich heute mal gucke, was noch übrig ist, es ist zusammengeschmolzen. Es werden immer weniger. Und wer hätte gedacht, dass einmal ein führender Mann aus dem erweckten Pietismus öffentlich sagen kann, ohne großen Widerspruch, wer an die Bibel glaubt, würde Götzendienst begehen. Das ist unfassbar. Das sind Dinge, die sind nicht mehr zu glauben, dass dann aus den Reihen der Großkirche zum Beispiel die Botschaft kommt. Das hat mich am meisten erschüttert, dass Jesus nicht mehr exklusiv wäre. Das heißt, die Botschaft von Jesus ist nicht mehr der einzige Weg in den Himmel. Und dann machen wir die Tür für Synkretismus, für Religionsvermischung in jeder Form auf. Oder das Verrückteste, was ich bisher gehört habe, dass die Moslems keine Heiden sehen, sondern lediglich verirrte Christen, also so verrücktes Zeugs. Und das Problem ist, dass eben die Masse das alles schluckt. Jetzt kommen wir zu dem Problem Perfektionismus. Wenn du das natürlich alles siehst und es greift dich an und die Liebe zum Jesus beginnt zu erkalten und du triffst dann auf etwas, das du bisher, und jetzt rede ich mal eher ein bisschen zu den Älteren, die Jüngeren werden das auch noch erleben, aber wir Älteren haben das doch erlebt. Unser Weltbild geistlich bricht zusammen. Das wer hattet. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Timotheus 3, Vers 1, dass da etwas passiert. Aber das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da wird ein Wort benutzt, das in der Bibel in Matthäus 8, Vers 28 für die Gadarener, für die Besessenen benutzt wird. Und dann sagt sie, es wird ein Endzeitmensch geboren. Denn es heißt, die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, und da steht im Griechischen diabolisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich weg. Und dann beschreibt er es näher. Das heißt, wir haben einen Zustand, wo der Mensch verändert wird, auch durch die Medien. Wisst ihr, wenn ich einen Menschen dauernd durch Medien bearbeite. Und heute ist ja so, du hast Kinder im jüngsten Alter, laufen mit dem Smartphone rum und werden dauernd berieselt. Du kannst oft nicht kontrollieren, was die tun. Manchmal kannst du Sperre reinmachen, aber ich sage es mal so, was in der Schule passiert, was außerhalb von unserem Wirkungskreis passiert, weißt du nicht. Aber genau diese Dinge, die hier beschrieben werden, zum Beispiel diese Rebellion, den Eltern ungehorsam, das ganze fleischlich-menschliche Bösartige, das wird hier systematisch geboren. Hier hat es ein Wort, das im Griechischen noch einmal vorkommt. Und zwar dieses lieblos meint eigentlich ohne familiäre Liebe, astrogos. Das heißt, das bedeutet auch das, was man unter Familie versteht, zerbricht. Und jetzt kommt halt das Problem, wenn ich den Perfektionismus angesprochen habe und die Stelle in Matthäus 5, 48. Jetzt kommt halt die Frage, wenn man das alles sieht. Und das ist wohl auch ein wichtiger Punkt für uns als Menschen, die ja zu dieser Endzeitkonferenz gekommen sind, um, sagen wir mal so, zugerüstet zu werden. Wir erwarten ja, dass der Jesus uns Weisung gibt, was wir tun sollen. Wenn man das alles sieht, dann ist ja die Frage, wie reagiere ich jetzt auf das alles? Und wenn die Bibel schon sagt, das Umfeld allein, die Gesetzlosigkeit, bewirkt bereits einen Abbau meiner Liebe zum Jesus, sagt sie klipp und klar.
Da brauchen wir nicht heucheln und so tun, als wäre das bei uns nicht so. Das heißt, diese Zustände, die reiben uns auf. Wir können hier nur Widerstand leisten, aber wenn wir gar nichts tun, passiv bleiben, dann werden wir automatisch aufgerieben. Und jetzt ist halt die Frage, wie reagiere ich? Und jetzt ist es so, dass es eben Menschen gibt mit unterschiedlichen Charakteren. Jeder Charakter reagiert anders, jeder Charaktertyp. Jetzt hast du natürlich Menschen, die säen, sie werden dauernd der Sünde, auch durch die Medien, sie werden dem dauernd ausgesetzt. Sie haben keine innere Kraft, sich dem zu widersetzen. Sie können sich kaum noch wehren. Und dann beginnen sie, sich innerlich zurückzuziehen. Sie empfindet, wir haben keinen Sieg. Und jetzt kommt das, da steht in der Bibel, du sollst vollkommen sein. Ich sage es mal in Neudeutsch, perfekt. Und die Bibel sagt es eigentlich relativ einfach. Ich erkläre aber nachher, was es heißt. Das heißt was anderes. Aber du empfindest dann dauernd, und das gehört mit zu dieser Gesetzlosigkeit, du empfindest dauernd, dass du dem nicht gewachsen bist. Du empfindest dauernd, dass du eigentlich geistlich nicht im Zustand bist, wie du es gerne hättest. Du empfindest dein Versagen immer krasser. Und natürlich kommt dann das Nächste, du wirst enttäuscht, weil ja dieser Endzeitmensch auch in die Gemeinde eindringt. Und zwar, der dringt jetzt nicht in die Gemeinde ein, dass es immer nur die Verführer sind oder immer nur die Böse von außen. Dabei muss ich sagen, wir haben heute Mittag von den Verführern gehört. Ich hatte auch schon in Albstadt ein trojanisches Pferd. Das musst du mal erlebt haben, dass der Teufel dir Menschen schickt, die gezielte Gemeinde aufmischen wollen. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine einfach, dass die normalen Gläubigen, normal in Anführungszeichen, dass die plötzlich beginnen, von diesem Zeitgeist, von dieser Gesetzlosigkeit, von diesem Abfall der Gemeinde gefärbt zu werden. Und plötzlich erlebst du in den Gemeinden Dinge, die du nie gedacht hättest. Zum Beispiel, für mich war der größte Schock, als ich gemerkt habe, dass das, was bei uns vollständig verpönt war, über Jahrzehnte in gläubigen Kreisen, dass das heute eher vom Zeitgeist her normal ist, dass Gläubige lügen. Mir sagte ein namhafter Bruder, ich könnte euch den Namen sagen, Karl Hermann, warum regst du dich auf? Sie dürfen über dich die Unwahrheit sagen. Dann sage ich, bitte? Dann sagt er, ja, weil du in ihren Augen ein Verführer bist. Aus dem Grund dürfen sie lügen. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Wisst ihr, da passiert etwas, wo du als normaler Gläubiger, nicht einmal Gläubiger, als Mensch mit gesundem, normalem Menschenverstand die Welt nicht mehr verstehst. Wo du sagst, was ist los? Jetzt passiert es. Jetzt kriegst du immer mehr in deinem Leben Enttäuschungen bei dir selber, weil du dem kaum noch gewachsen bist. Du bekommst Enttäuschungen, weil in den Gemeinden Dinge passieren, auch dir selber gegenüber, die du nicht mehr verstehst. Wo du merkst, dass diese heile Welt, die wir mal hatten in den gläubigen Kreisen, weg ist. Jetzt kommt da das Problem, was soll ich tun? Jetzt gibt es Gotteskinder, die beginnen, ich sage ausdrücklich Gotteskinder, nicht die Unbekehrten, nicht die Nicht-Wiedergeborenen. So, ich rede jetzt wirklich zu wiedergeborenen Gotteskindern. Du wirst langsam aufgerieben und dann kommt die eine Seite, die Resignation. Und Resignation ist insofern teuflischer als teuflisch, weil sie hat eine Zwillingsschwester. Und die Zwillingsschwester der Resignation ist die Heuchelei. Man hält ein äußeres Bild, eine äußere Form des Christentums, der Nachfolge Jesu aufrecht, innerlich aber ist man schon lange nicht mehr 100% so, dass man aus Überzeugung mitgehen kann, wenn man einfach den Eindruck hat, ich schaffe es nicht, und dann beginnt man einfach zu heucheln. Jetzt kommt natürlich das Teuflischste bei der ganzen Sache, dass Satan, der ja ein Lügner ist, mich anlügt. Und das ist ein Punkt, den ich auch lernen musste. Die Hauptwaffe des Teufels ist nicht der Okkultismus. Die Hauptwaffe des Teufels ist die Lüge. Er lügt die Gläubigen an. Und er lügt vor allem die Gläubigen an, die sensibel veranlagt sind. Er lügt vor allem die Gläubigen an, die es genau meinen, die dem Herr Jesus wirklich dienen wollen. Die lügt er an, in Gedanken. Er verklagt sie, so wie es im Sacharja 3 steht. Und da passiert dann etwas,
Oft verlieren Gläubige die Heilsgewissheit. Oft gehen Gläubige an ihren Fehlern fast kaputt, genauso an den Fehlern der anderen Gläubigen. Sie lassen sich vom Teufel anlügen, indem er sich verklagt, dass Sünden da wären, wo gar keine sind. In diesen Gedanken feiert dann der Teufel Triumphe durch seine Lüge, indem er die Gedanken der Gläubigen aufmischt. Jetzt kommt das nächste Problem. Jetzt bist du in so einem Zustand, liest du in der Bibel in 2. Korinther 2, Vers 14. Ich lese uns die Bibelstelle, dass die Heilige Schrift hier etwas sagt. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Alle Zeit triumphieren. Und dann bestimmen Zwiespalten. Jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten, hier zu reagieren. Warum habe ich den Perfektionismus angeführt? Es ist jetzt so, außer dieser Resignation gibt es eine zweite Möglichkeit. Und das ist die Aggression. Jetzt kommen wir zum Problem der Endzeit, das man nicht unterschätzen darf. Gläubige, die hier nicht innerlich, geistlich in der Lage sind, das alles zu bewältigen, und vor allem die ehrlichen, die aufrichtigen Leute gehen dann oft hin und polen um. Sie werden dann letztendlich extrem. Nur ein Beispiel. Ich kenne Gläubige, ich kenne die persönlich, die haben Deutschland verlassen und die haben dann die endzeitliche Dinge, eine Bibelstelle in Offenbarung 12, und jetzt können wir streiten, wie man sie auslegt. Eigentlich ist klar, wie man sie auslegt, nicht so, wie es hier ausgelegt wurde. Die haben aufgrund von einer Bibelstelle den Leuten gesagt, und jetzt kommt das Teuflische. Ein Mensch, der so verunsichert ist, der sucht Haltegriffe. Der sucht Halt. Und wenn du dem solche Dinge erzählst, dann sagt er, jetzt habe ich endlich die heile Welt. Jetzt habe ich meine Sicherheit. Wenn ich die Dinge tue, dann überwinde ich. Wir haben ihnen gesagt, das Problem ist, dass auf den Nummernschildern der Autos in Deutschland der 12-Sterne-Grenz drauf ist. Und dann haben sie Deutschland verlassen und sind ausgewandert wegen dem. Das ist jetzt nur ein Beispiel für so eine Extremposition. Ich weiß inzwischen, dass da dann in dem Land, wo sie hingewandert sind, auch nicht so ganz rosig aussieht. Dann triffst du auf andere Gläubige, die gehen plötzlich hin und werden gesagt, ja, die ganze Christenheit hat alles verraten und der Name ist nicht Jesus, das ist alles kräzisiert, du musst jetzt Joshua nennen, und dann fangen sie an, ihre ganze Lehre auszupacken, teilweise verdeckter Arianismus, wo die Gottheit Jesu geleugnet wird. Also es ist halt so, die Leute, ich habe das selber erlebt, bei Leuten, die ich kenne, sie gehen dann hier voll auf, sie haben eine neue Botschaft. Das ist aber nicht das alte Evangelium. Das ist eine Verschwörungsbotschaft, die gelogen ist. Wisst ihr, ich bin keiner von denen, der sagt, dass es hier keine Verschwörung, etwas gibt. Die Bibel sagt klipp und klar in Offenbarung 18 über die Hure Babylon und über das ganze Umfeld. Deine Großen waren die Kaufleute dieser Erde. Es gibt auf dieser Welt, man sagt auch, die 400 größten Bankinstitute, Entschuldigung, es war auch mein Arbeitgeber, gehört da auch dazu, dass hier praktisch die gesamte Kontrolle geschieht über diese Dinge. Das ist absolut so, das brauchen wir gar nicht reden. Aber hier wird eine falsche Verschwörung letztendlich aufgerichtet. Hier werden geistliche Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und dann wird etwas aufgerichtet, wo man die Leute weiß macht, wenn du zum Beispiel letztlich diesen Dingen aus dem Weg gehst, du wanderst aus, du hast keinen Zahlenkranz auf dem Auto, du hast alle Zeichen, du kaufst keinen Sprudel mehr, wo ein fünfzackiger Stern drauf ist. Und wenn man das alles dann sieht, dann glauben die Gläubigen, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Wisst ihr, und manchmal musst du lachen, wie naiv die Leute sind. Sie sagen dann, wenn du nur einmal in einen Bildschirm vom Fernseher reinguckst, dann hast du schon das Bild angebetet, haben aber zu Hause einen Computer und gucken die ganze Zeit ins Bild rein und das ganze Bild ist genau das gleiche, hat nur einen anderen Namen.
Du kannst genau das Gleiche mitmachen. Wisst ihr, da merkst du einfach, wie der Teufel die Leute blufft. Ich rede jetzt nicht für die Medien. Ich bin immer noch der Meinung, wenn dir was schadet und ob das dann die Medien sind oder ein Buch oder irgendetwas anderes, dann muss es weg. Versteht ihr? Es muss einfach weg, egal was es ist. Aber das Grundproblem ist, da wird dann etwas aufgebauscht, wo man sagt, wenn ich das habe, bin ich sicher. Ihr versteht? Dann bin ich sicher. Und da kommen dann Dinge, manchmal ist auch der Sabbat. Mich hat jetzt kurz bevor wir weggefahren sind, hat mir ein Mann am Telefon angebrüllt. Ich weiß nicht, wie es meine Frau empfunden hat, die war ja sicher ein paar Meter weg, aber wahrscheinlich hat sie noch die Ohren zuhalten müssen. Der hat mich angebrüllt, ich sei ein Ökumeniker und Katholik, wenn ich den Sabbat nicht halte. Und das sind diese Dinge, ich habe Angst um diese Gläubigen, darum bringe ich auch das Thema so, ich habe Angst um diese Gläubigen, die es ernst meinen. Ich habe Angst um die Gläubigen, die wirklich immer Jesus dienen wollen, dass sie nicht erkennen, dass die Resignation falsch ist, aber auch das andere Extrem. Schröckle von Philadelphia hat, da haben wir ja nicht einmal dran gedacht, was passieren könnte heute, hat er schon die Gläubigen endzeitlich aufgeheizt. Er hat ihnen gesagt, dass du, um entrückt zu werden, 12 Punkte erfüllen musst. Und ich war als junger Gläubiger noch so dumm, dass ich diese 12 Punkte in meine Bibel reingeschrieben habe. In meiner ersten Goldschnittbibel steht das noch vorne drin. Manchmal muss ich lachen, wenn ich die Punkte sehe. Aber das war auch so etwas. Wenn du diese 12 Punkte erfüllst, dann bist du sicher. Wisst ihr, jetzt kommt halt das Problem. Wie bin ich sicher in der Endzeit? Was heißt vollkommen zu sein? Was heißt überwinden? Was heißt überleben? Hat es jetzt mit dem zu tun, dass ich einfach sage, es geht nicht? Das ist die eine Extremseite. Es geht einfach nicht. Also gehe ich einfach hin und sage, ich muss halt erdulden, was hier läuft. Oder gehe ich ins Extrem und suche mir solche wirklich, ich sage mal so, fanatischen Lehren heraus. Und ich habe auch Leute, die sagen zu mir, die einzige Bibel, die einen Wert hat, ist die Luther 1545. Sie glauben wie die King James Only Leute, dass Gott Bibel außer Griechisch, Hebräisch in, oder Aramäisch ist ja auch dabei, in Deutsch oder Englisch inspiriert hätte, weil das völliger Unsinn ist. Und dann siehst du halt, die Leute sind vollkommen überzeugt und jetzt kommen die unsicheren Leute und sagen, wenn ich hier bin, dann bin ich sicher. Wisst ihr, mir ruft manchmal jemand an, manchmal schreibt mir jemand einen Brief, eine Mail, es geht verrückt zu. Bei der einen Gemeinschaft, wo ich war, da falle ich sofort auf, jeder redet mich an. Als ich dann sah, was los war, habe ich festgestellt, ich bin der Einzige, der einen Bart hat. Dann kriege ich einen Brief, da steht drin, du bist ein, du, also du, wir glauben, dass du Gott dienst, ich glaube das, aber du hast einen Fehler, einen ganz entscheidenden. 3. Mose 19, Vers 27. Du schneidest dein Bart rundum ab, das darfst du nicht. Du musst dein Bart zotteln lassen. Man lacht da drüber, aber das sind Leute, die meinen es ernst, die meinen es mit großer Heiligkeit. Das sind oft sehr entschiedene Leute. Das sind Leute, die verschenken ihr gesamtes Vermögen. Reiche Leute haben ihr ganzes Vermögen verschenkt. Und da stehen die Leute da und sind fasziniert. Ich weiß, dass die Verführer das tun. Mich beeindruckt das gar nicht. Geld beeindruckt mich sowieso nicht. Ich bin 43 Jahre auf einer Bank gewesen, von daher. Dazu gespringen wir raus. Wisst ihr, und dann kommt derselbe Mann, der alles verschenkt und zum Beispiel sagt dann, er isst nur noch Dinge, die östlich von Jerusalem angeboten werden. Oh, wunderbar, endlich hast du mal einen richtig Heiligen. Wisst ihr, und die Gläubigen, die suchen ja verzweifelt danach, wo ist etwas, das perfekt ist. Und sie haben etwas nicht erkannt. Wiedergeboren ist nur der Geist und nicht die Seele. Die Seele ist der Kampfplatz. Darum sagt Jakobus 3, irdisch, seelisch, dämonisch. Dort ist das Einfallstor. Wieso, jetzt kommt halt die Frage, was mache ich? Ihr kennt ja alle die Geschichte von Naaman. Ich habe es schon oft erzählt, aber es lässt mich nicht mehr los. Naaman war ein Mann, der wollte unbedingt, dass er geheilt wird von seinem Aussatz. 2. Könige. Und dann geht er zum Prophet und er erwartet natürlich, er war ja sowas wie ein Minister, also eine hochstehende Persönlichkeit, dass der Prophet kommt, sich vor ihm verneigt und dann sein religiöses Programm abzieht.
Gell, der Prophet kommt nicht einmal aus dem Haus raus, lässt ihm nur ausrichten, taucht dich 7-mal im Jordan unter. Und dann wird der Mann wütend und sagt etwas, und das ist bezeichnend. Und das ist unser Problem. Ich dachte, ich habe geglaubt, ich habe Vorstellungen. Ich glaube, wenn ich nach Norwegen auswandere, dann bin ich in Sicherheit vom Antichristen. Da kommen Leute zu mir und sagen, ja, wir wandern jetzt an den und den Punkt aus, wo die Antipoden sind von uns. Also ich umrunde die Erdkugel und dort habe ich doch mehr Ruhe vom Antichristen. Das ist völlige Narrheit. Aber das steckt einfach drin und sie erkennen nicht, dass das alles seelisch ist. Ich dachte, ich meinte. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Wenn ich dieser Resignation der Endzeit aus dem Weg gehe, wenn ich diesen Perfektionismus, diesen falschen Perfektionismus, diesen falschen Lehre, diesen Heilsversprecher, das sind oft Leute, die sind gar nicht so daneben, das sind oft Wiedergeborene, das ist ja das Schlimme. Ich kenne die Leute teilweise, die sind ganz entschiedene Leute, gegen Sünde und gegen alles. Was machst du jetzt in dem Moment, wenn du das hast? Einmal die Resignation, einmal der Perfektionismus. Es geht immer, ich dachte, ich denke, der hat recht. Ich denke, so bin ich in Sicherheit. Ich denke, jetzt komme ich aus der Falle raus. Mir ist aufgefallen, je weiter die Endzeit fortschreitet, je extremer wird es. Wie soll ich es nennen? Ich sage uns zwei Bibelstellen. Erste Bibelstelle steht in Prediger 7, Vers 16. Ist jetzt eine Bibelstelle. Ich sage es einmal so. Da können wir jetzt sagen, kann das im Ernst in der Bibel stehen? Kann Gott so etwas meinen? Das kann doch nicht sein. Das widerspricht doch unserer Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Das sagt Prediger 7, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Also er sagt jetzt, sei nicht überfromm. Ich sage es in anderen Worten. Und übertreibe es nicht mit bestimmten geistlichen Dingen. Jetzt erklärt er etwas. Warum willst du dich selbst verderben? Also nochmals, Überfrömmigkeit verderbt einen geistlichen, einen gläubigen Menschen. Das nächste. Sei aber auch nicht allzu gesetzlos, sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Wenn ich aber auf der anderen Seite vom Pferd falle, alle Zügel schleifen lasse, dann muss ich mitrechnen, dass Gott mich wegnimmt. Dass ich vor der Zeit sterbe. Das ist einmal ein Zentralpunkt. Jetzt kommen wir zu 1. Korinther 4, 6, wo Paulus was ganz Einfaches sagt. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken, nicht das Tun, das Denken fängt bereits an, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also er sagt praktisch, du darfst über das Geschriebene gar nicht hinausgehen. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich kehre zu der zweiten Truppe. Ich habe kaum eine Gefahr vor der Resignation. Ich gehöre zu denen, wenn man sagt depressiv, dann sage ich bei mir aggressiv. Also ich bin eher die andere Seite. Aber, jetzt kommt ein Problem. Wenn ich jetzt den Paulus ganz ernst nehme und die Lehre der Apostel, dann muss ich sagen, ich hätte erwartet, dass der Paulus schreibt, Vorsicht, sei ja nicht lau. Mach ja keinen Kompromiss, hätte ich erwartet. Das ist mein Charakter. Aber er sagt, die Gefahr kommt daher, wenn du über das Geschriebene hinausgehst. Wenn du zum Beispiel 12 Punkte aufrichtest, dass man entrückt wird. Wenn du zum Beispiel bestimmte Lehre aufrichtest und sagst, wenn du das tust und hier korrekt bist, dann passiert dir nichts. Und scheinbar ist das aus der Sicht des Paulus 100-mal gefährlich. Und jetzt, Prediger 7, 16, jetzt wird es dann, sagen wir so, dass ich sagen muss, ja, Herr Jesus, wie ist dann, wie soll ich in der Spur gehen? Und jetzt sagt die Bibel, nicht über das Geschriebene hinausgehe. Jetzt gehen wir aber in das Geschriebene hinaus. Dann kommen wir zu der Versuchungsgeschichte Jesu. Matthäus 4. Jetzt möchte ich etwas betonen. Entschuldigung, ich möchte euch nicht verletzen.
Aber es gibt keinen dümmeren Ausdruck wie den Ausdruck, das ist biblisch. Wisst ihr warum? Ich kann euch mit, das benutzt jeder, der irgendeine Lehre beweisen will. Dann ist es biblisch. Guckt her. Das, was ich jetzt lese, ist biblisch. Und zwar, der Jesus wird vom Teufel versucht. Ich lese uns Matthäus 4, Abvers 5. Da nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Wisst ihr, was ich daraus lerne? Der Teufel benutzt die Bibel. Und nicht über das Geschriebene hinauszugehen, heißt, ich muss zuerst einmal sicher sein, dass das Geschriebene bei mir sauber ist. Wisst ihr warum? Habt ihr die Stelle hier mal nachgelesen? Ihr müsst einfach die Parallelstelle lesen. Der Teufel lässt einen Mini-Satzfetzen weg. Aber mit diesem kleinen Satzfetzen dreht er die Bedeutung dieses wirklich wichtigen Bibelverses aus den Psalmen auf den Kopf. Er stellt es auf den Kopf. Und zwar, er hat es weggelassen, wo die Bibel sagt, er wird dich praktisch durch die Engel so bewahren lassen, dass sie dich auf Händen tragen, auf allen deinen Wegen. Und der Teufel lässt einfach die Stelle auf allen deinen Wegen weg. Und damit gilt es allgemein. Und damit ist es nicht mehr eine Bewahrung auf meinen Wegen. Ich kann ja erwarten, dass der Jesus, wenn ich ihm nachfolge und den Weg der Nachfolge gehe, auf dem Weg Jesu marschiere, dass er mich vollständig bewahrt. Das dürfen wir erwarten. Aber ich kann doch nicht sagen, die Stelle gilt auch, wenn es nicht um die Wege geht. Zum Beispiel Gott zu versuchen. Wisst ihr, das ist ein ganz raffinierter Trick, die Bibel zu drehen. Und das ist das Schlimme, dass ganz viele Bibelstellen einfach gedreht werden. Da wird nur ein Halbsatz weggelassen, da wird nur ein Wort weggelassen, ganze Kleinigkeiten, und dann kann man dich packen. Wisst ihr, und über das Geschriebene nicht hinauszugehen, das ist ein absoluter Schutz. Aber ich muss zuerst schon mal sicher sein, dass das, was ich als Geschriebenes sehe, dass das sauber ist und dass es klar ist. Wisst ihr, mich hat die Pfingstbewegung 1975 in die Falle gelockt. Wisst ihr wie? Mit der Bibelstelle. Man hat mir Apostelgeschichte 2 aufgeschlagen und hat mir vorgelesen. Ein junger Mann, klar wiedergeboren, brennend für den Herr Jesus, in einer Phase, wo die erste Liebe wegging, wo die Leute aus meiner Gemeinschaft mir sagten, es gibt keine Heilsgewissheit. Ich hatte Heilsgewissheit. Also wo ich mit kirchlichen Kreisen mich rumgeschlagen habe. Und dann kommen die Verführer. Und bei mir ging die erste Liebe damals auch weg. Und ich war schwach, ich war wackelig. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, Karl Hormann, guck mal her. Apostelgeschichte 2,1. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, du in Zunge redest, dann hast du Kraft. Diese ganze Kämpfe und das alles wirst du mit links überwinden und dann hast du Sieg auf allen Ebenen, wenn du das annimmst. Und der Bruder war auch ganz raffiniert, der sagte, ich glaube nicht, dass er nicht wiedergeboren war, der Mann. Aber er war verführt. Der sagt dann zu mir, weißt du, und natürlich gibt es eine Geistestaufe ohne Zungenreden. Dann hat er vielleicht der böseste Satz gesagt, den man sagen kann. Er sagte, aber du willst doch auch so wie in Apostelgeschichte 2,1. Merkt ihr etwas? Man hat die Bibelstelle nicht einmal verdreht, man hat sie nur missbraucht. Hätte ich das gewusst, was ich heute weiß, 1. Korinther 12, 13, jeder Wiedergeborene, selbst die Korinther, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Wäre ich aus der Falle rausgekommen. Jetzt kommen wir langsam zu der Quintessenz. Wie entgehe ich der endzeitlichen Falle der Resignation? Wie entgehe ich der endzeitlichen Falle des Perfektionismus, wo ich dann einfach Hyperlehren annehme oder den Leuten diesen, ich sage mal, raffinierten Verführungsdrill, den sie bringen, ja dann Glaube. Ist ja ein Drill.
Wisst ihr, ich habe etwas festgestellt. Ich möchte es ganz praktisch erklären. Zu mir kommen Leute aus der Gemeinde. In der Gemeinde ist das folgendermaßen gelaufen. Die Frauen waren klar bekehrt, die Männer waren entweder gar nicht bekehrt oder halb bekehrt oder dreiviertels bekehrt oder irgendwie wackelig. Ist einfach Fakt, ist ja oft im Reich Gottes so. Wisst ihr, was passiert ist? Die Schwester hatte eine Gemeinde, die nicht sauber war. Und in der Gemeinde lief das so, dann ist die Schwester zum Ältesten gegangen, hat gesagt, mein Mann pariert nicht. Ja, das ist so gelaufen. Dann ist die Schwester hingegangen, hat den Mann verpetzt und dann sind die Ältesten aufmarschiert, haben den Mann gepackt, haben gesagt, hey du, haben ihn richtig in den Senkel gestellt, haben ihn verwahrt und hat er wieder geschwurt. Jetzt kamen die Leute zu uns, weil in der Gemeinde nachweislich Verführung geschah. Sind sie zu uns gekommen. Und dann kamen die Schwesterlein zu mir, eine, und hat gesagt, Karl Hormann, mein Mann pariert nicht. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, du hast jetzt ein Problem. Du bist jetzt in Albstadt. In Albstadt läuft so etwas nicht. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bei uns geht alles freiwillig. Dann war die Frau völlig frustriert, dass ich nicht bereit bin, ihren Mann zu züchtigen. Kurze Zeit später kam der Mann zu mir seelsorgerlich, ich weiß nicht, was sich herausgestellt hat. Er ist inzwischen homosexuell. Dieser Mann war alles, nur nicht wiedergeboren. Und man hat ihn durch solche biblische Verdrehungen, hat ihn dauernd im Zustand gehalten, dass man ihm vorgegaukelt hat, er ist ein Wiedergeborener. Und immer wenn er keine Kraft hatte, jetzt ist das Gefährliche, als nicht Wiedergeborener hat er ja keine Kraft, hat man ihm geholfen, in Anführungszeichen, indem die Brüder für ihn praktisch Charakter bewiesen haben und haben ihn so zusammengestaucht, dass er wieder sich zusammengerissen hat. Versteht ihr? Jetzt kommen wir zu dem Problem. Es kann passieren, ich und du, wir sitzen ganz allein im Gefängnis. Da kann dir kein Guru helfen, da kann dir kein Mensch helfen, da kann dir gar niemand helfen. Da bist du völlig allein. Was ist dann? Steht ihr? Das ist unser Problem. Was muss ich tun, dass ich vor Gott vollständig so bin, dass ich diesen endzeitlichen Falle aus dem Weg gehe und dass ich überwinde, ohne dass Menschen mir in dem Fall, Erführungszeichen, die falsche Hilfe geben, hier durch den Perfektionismus. Warum Perfektionismus? Ganz übler Art. Was muss ich tun? Übrigens, das Wort vollkommen ist im Griechischen teleios, und das Motto teleion, das meint ganz einfach erwachsen, ausgereift. Das meint nicht perfekt im Sinne von, ich mache keine Fehler, sondern das meint einfach, du bist erwachsen. Du bist kein Baby mehr in Christus, sondern du bist erwachsen. Das heißt, du hast einen gesunden Menschenverstand, du benimmst dich wie ein normaler, gesunder Mensch, auch geistlich. Jetzt kommt halt das Problem. Ja, was soll ich jetzt tun? Wisst ihr, das ist ja die entscheidende Frage. Was soll ich tun? Habe ich eine Lösung? Die Bibel hat eine ganz einfache Lösung. Wisst ihr, und ich sage es immer vorsichtig. Zu mir kommt jemand und sagt, im Herzen deiner Frau ist ungehorsam sei. Oh, ich bin mit dir verheiratet, Tag und Nacht zusammen. Und weiß nichts und du hast sie zweimal in deinem Leben gesehen oder dreimal und sagst mir, im Herzen meiner Frau ist ungehorsam. Sagt er, ja, hat sie viel längere Haare gehabt wie heute. Die Haarlänge, hat sie gesagt, die Haarlänge. Versteht ihr? Klischees. Jetzt lässt sie die Haare wieder so wachsen, dass der zufrieden ist. Und dann kommt dieses Gefühl, jetzt bin ich wieder in Ordnung. Entschuldigung, wo steht es im Neuen Testament? Die Bibel sagt, der Mann kurze, die Frau lange Haare, aber wie lang, sagt sie nicht. Steht ihr? Da gibt es tausende Dinge, wo du einfach in die Falle gehen kannst. Jetzt kommt halt die Frage, was soll ich tun, dass ich sauber bin? Was soll ich tun, dass ich geistlich klar laufe? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin durch diese Kämpfe, ich habe das von links außen nach rechts außen, erste Kämpfe mit der modernen Theologie, mit allen Richtungen des Evangelischen, mit aller Richtung der Gemeinschaftsbewegung, Pfingstbewegung, von der konservativen bis zu der extremsten Chapterbewegung in Amerika, über die Brüderbewegung gemäßigt, freie Brüder, exklusiv bis zum geht nicht mehr, Exorzismusbewegung, ich habe die alle durchlebt.
irgendwann kam der Punkt, wo ich die Nase voll hatte. Ich hoffe, das versteht jeder. Dann habe ich mir gesagt, so, jetzt will ich privat dem Herrn dienen, ohne Resignation, ohne das perfektionistische Zeugs. Jetzt will ich dem Herrn dienen, wie es recht ist, vor Gott. Das hat einen gewissen Aufwand. Ich musste zuerst einmal feststellen, was ist biblisch normal. Ich habe dann plötzlich festgestellt, dass ganz vieles biblisch ist, dass ich aber ganz vieles nur informativ kannte. Ich kannte die Zusammenhänge nicht. Und ich möchte jetzt einfach aufzeigen, was die Bibel uns hier für ein wunderbares Szenario liefert, dass jeder von uns in dieser Endzeit überleben kann. Ohne einen falschen Perfektionismus, ohne Resignation, ohne Lauheit, ohne dass er Kompromisse macht. Erstens sagt die Bibel, und das ist ein ganz zentraler Punkt, und jetzt kommen wir zu dem, was für mich die Falle war, und das war dann ein Mischmasch aus Perfektionismus und Resignation. Ich habe perfektionistisch mit meinem Hirn die Bibelstelle gelesen, habe ihnen uneingeschränkt zugestimmt, habe die sogar kämpferisch vertreten, habe aber innerlich praktisch die Haltung gehabt, naja, bei mir funktioniert es halt so nicht. 100%. Wisst ihr, ich war jetzt in einer Brüdergemeinde im Vogtland. Ich habe den Brüdern nur da mich hingeschleift. Man hat gesagt, ich soll einen Abend halten, da ist jemand ausgefallen. Ich war zufällig auf Besuch, dann hat das ja gepasst. Und ich hatte innerlich große Freiheit, ihnen das vollkommene Opfer Jesu, das ich gleich lesen möchte, zu zeigen. Als ich fertig war, steht ein Verantwortlicher von der Gemeinde auf, wir sind fast vom Stuhl gefallen, und sagt, naja, ob es möglich ist, das, was hier so in der Bibel steht, hier zu Lebzeiten auszuleben, das stellt er mal in Frage. Da blieb mir die Luft weg. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Ich lese uns jetzt eine Bibelstelle. Hebräer 10, 10 und 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Entschuldigung, stimmt das? Stimmt das? Kann ich das realisieren? Oder ist wie im Vogtland? Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Ich habe massive Bibelstelle, wo mir ganz klar sagen, was ich tun muss und dass es funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Wisst ihr warum? Wenn mir das jemand ins Gesicht gesagt hätte vorher, wäre ich ihm empört widerstanden. Bis ich dann kleinlaut zugeben musste, es ist so. Ich habe einfach festgestellt, dass ich es nicht wirklich glaube. Ich stimme ihm intellektuell zu. Ich glaube es auch bis an den Punkt, wo ich es realisieren musste. Und in dem Moment, wie ich es realisieren musste, habe ich geblockt. Nicht willentlich, sondern eher resigniert. Naja, es wird ja nicht klappen. Wisst ihr, und wenn du das jetzt siehst, dieses vollkommene Opfer, zum Beispiel Jakobus 1, 25 sagt, vom vollkommenen, und das ist ein ganz zentraler Punkt, vom vollkommenen Gesetz der Freiheit, kann ich von jeder Bindung, Raucher, Alkohol, Mediensüchtig, Sexualität, wo Verderbtheiten da sind, kann ich von dem vollständig innerhalb von einer Sekunde frei werden? Ja. Wenn ich es glaube und will. Ich muss nur wollen. Wisst ihr, immer wenn ich anfange zu sagen, ich dachte, auch Heilsgewissheit, ich dachte, ich habe jahrelang keine Heilsgewissheit gehabt, weil ich immer dachte, da ist mir ein Lämpchen inne, wo leuchtet. Es leuchtet immer noch kein Lämpchen, aber ich habe Heilsgewissheit. Wisst ihr, bis ich begriff, wie das biblisch alles geht. Ich habe begriffen, ich habe den Herr Jesus am Donnerstag, am 30.05.1974, im Waschraum einer Bank aufgenommen und bin durchgebrochen zur Wiedergeburt. Das war unstrittig. Das habe ich gewusst. Johannes 1, Vers 12 sagt, ich sage es mal im Griechischen, was der Grieche hier schreibt, so viele ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Vollmacht, Gottes Kind zu werden, denen, die dann, Präsens aktiv, ununterbrochen an ihn glauben.
In dem Moment, wie ich die Heilsgewissheit verliere, muss ich nur wie ein kleines Kind hingehen, mich im Glauben auf die Bibelstelle stützen. Muss ich nur innerlich sagen, 30.05.1974, ich habe dich aufgenommen. Du sagst, versteht ihr den Unterschied? Nicht ich dachte, jetzt muss bei mir das innerlich so ablaufen, dass ich wieder stabil werde, sondern ich dachte nicht, sondern du sagst, dass es so ist, und dann stelle ich mich drauf, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dann ignoriere ich alles, was der Teufel, meine Seele, mein Gefühl, meine eigene Vorstellung mir sagt. Ich ersetze den Befund des Wortes Gottes, und mit dem ersetze ich meine psychische Vorstellung. Also meine psychische Vorstellung wird weggeworfen und durchs Wort Gottes ersetzt, und dann geschieht es. 100%, ich habe es ausprobiert, es passiert. Aber es kommt halt das Problem, man hat keine Vorstellung. Da kommen Leute zu mir, ein Bruder sagt, ich liebe den Herrn mehr wie du. Sag ich, oh, woher weißt du das? Ja, weil ich das mosaische Gesetz halte und du nicht. Wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem alten Problem. Da gibt es Leute, die sagen, die ja aber. Wir will gar nicht reden über die Haare der Frau, über die Kopfbedeckung der Frau, über die lange Röcke, über Hose. Ich könnte jetzt stundenlang solche Beispiele bringen. Ich will euch nur eins zeigen. Ich mache heute Folgendes. Wenn ein Mensch von mir etwas will, dann sage ich zu ihm, zeig es mir in der Schrift. Aber nicht im 5. Mose 22, Vers 3. Zeig es mir in den Lehrbriefen. Zeig es mir in Apostelgeschichte 2,42. Die Gemeinde blieb nämlich in der Lehre der Apostel. Zeig es mir, dass die Apostel es angewiesen haben für die neutestamentliche Gemeinde. Weil der Herr Jesus in 2. Petrus 3, Vers 2 den Aposteln, das ist eine der wichtigsten Aussagen, ganz genau gesagt hat, was sie aufschreiben sollen. Das heißt, ich habe in den Lehrbriefen habe ich eine Auslegung vom Rest der Bibel. Das ist kein Widerspruch, sondern ich muss durch die Brille der Lehrbriefe, muss ich die Evangelien, muss ich letztendlich die Offenbarung, muss ich die Apostelgeschichte, da steht ja nur drüber im Griechischen die Praxis der Apostel und nicht die Lehre der Apostel. Wisst ihr, und da kommen wir zur Apostelgeschichte 15, Blutwurst. Und du musst einfach genau lesen, da steht nämlich dahinter, du sollst dich von 4 Punkten enthalten, Komma, denn Mose wird jeden Sabbat in der Synagoge, wo die sich versammelt haben, gelesen. Und da muss ich einfach gucken, was sagt das Neue Testament? Das Neue Testament sagt, niemand soll dich richten wegen Sabbat, Speise, Ähnlichem. Er sagt, da ist klar, Speise. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn ein Metzger hingeht und einer Henne den Kopf abschlägt und das Blut trinkt, dann ist das verboten, laut Schöpfungsordnung. 1. Mose, weil das ist keine Speise, das ist Blut. Aber wenn ich ein blutiges Schnitzel nehme, in eine Pfanne werfe mit Fett und es anbrate, dann ist es Speise, dann kann ich es essen. Ja, ich habe das Problem mit, ich mag sie nicht. Ich mag weder Blut noch Leberwurst, von daher habe ich vollkommen frei. Ist jetzt gemeint für alle, die da kämpfen, aber ist halt so. Wisst ihr, aber ihr versteht das Problem. Jetzt machen wir mal ganz praktische Beispiele. Jetzt komme ich mit dieser primitiven Lösung. Was steht geschrieben? Das ist jetzt einmal der Punkt 1. Was steht geschrieben? Nämlich, um die Resignation aufzulösen und den Perfektionismus zu töten. Was steht geschrieben? Und über das will ich nicht hinausgehen. Jetzt kommt es ganz einfach. Jetzt kommt zu mir ein Sabbatist. Lies mir die ganze Stelle aus dem Alten Testament. Sabbat. Da gehe ich hin wie ein Gleiskind. Wie ein Gleiskind. Schalt mein kleiner Computer, der langsam auch schwächer wird, schalte ihn einfach ein und überlege mir ganz eiskalt, ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe, ich habe es nicht gezählt. Zweistellig, wie oft, weiß ich nicht, ich habe es nicht gezählt. Ich habe es mal versucht, ich habe es nicht hinkriegt. Da gehe ich einfach hin und überlege mir, in der Apostellehre gibt es eine Stelle wegen Sabbat. Ja, Kolosser 2, Vers 16 und 17. Niemand soll euch richten wegen Sabbat. Eine Stelle. Da gehe ich zu den Leuten hin und sage, Entschuldigung, du willst von mir das Sabbat? Darf ich dich etwas fragen? Haben die Apostel beim Schreiben, die ja inspiriert sind vom Heiligen Geist, haben die vergessen, über den Sabbat zu schreiben oder ist kein Thema? Eine Stelle, und die sagt das Gegenteil. Ich rede mit dir nicht mehr. Versteht ihr? Kommt Pfingstler, du brauchst die Taufe mit dem Heiligen Geist. Computer schellt ein. Was gibt es für eine Bibelstelle? Nur eine.
1. Korinther 12, Vers 13. Also sind wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Dann sage ich ihm, sag, jeder ist Geist getauft. Wiedersehen. Mutter etwas. Epheser 1,13 ist aber nicht. Ja, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, aber es gibt ja nur im Epheser zum Beispiel 5,18, werdet voll Heiligen Geist. Das ist aber keine Geistestaufe. Sondern sagt er, werdet voll Geistes, indem ihr mit der Herzenstellung singend, spielend, das ist alles Partizipkonstruktion, dem Herrn dient. Indem ihr bestimmte Herzenstellung habt, bleibt ihr in der Fülle des Heiligen Geistes. Hat aber mit der Geistestaufe nichts zu tun. Wisst ihr, jetzt kommt das ganz einfache Problem. Ich kann dem allem aus dem Weg geben. Jetzt kommt zum Beispiel der Teufel und sagt, Karl Hermann, du bist der Letzte. Ist schon passiert. Was machst du jetzt? Dann stellt wieder der Computer ein. Was sagt die Lehre der Apostel über mich? Jetzt sagt die Bibel in Hebräer 4, Vers 14, dass der Herr Jesus, Vers 15, dass der Herr Jesus mit meinen Schwachheiten Mitleid hat. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also sagt doch die Bibel was ganz Einfaches. Wenn du es nicht packst, wenn du verzweifelt bist, wenn du den Eindruck hast, du versagst, wenn du den Eindruck hast, du hast alles kaputt gemacht, alles im Eimer und du gehst hin und kommst und jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Du musst glauben, dass er wirklich Mitleid hat. Wie heischen die Gläubigen? Für die Jungen, heische ist ein fanatisches Suchen von etwas. Wie heischen die jungen Leute oder auch die Gläubigen oft danach, dass sie jemand bemitleidet? Da kommt das ganze Gejammer in den Gläubigerkreisen her. Sie haben Sehnsucht, haben sie bemitleidet, muss ich sagen, kannst du bleiben lassen. Die Menschen werden dich nie bemitleiden. David sagt nicht umsonst, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Das ist keine Frage. Der Mensch ist nicht nur das Menschenwolf, da ist schon was dran, der Mensch ist schon böse. Die Bibel sagt, wenn du Probleme hast, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst, es gibt ein vollkommenes Opfer. Also ich sage es nur ganz kleine Eckpfeiler. Ein vollkommenes Opfer, ein Erlöser, der Mitleid mit dir hat, mit deinen Schwachheiten. Der sagt, komm zu mir, wenn du Probleme hast. Jetzt muss ich es nur von ganzem Herzen glauben, dass er es wirklich will. Ich muss glauben, dass er es will. Und dass er mir dann vollständig hilft, weil in dem Hebräer 4, 14, 15 gibt es nur einen 16. Vers. Da steht nämlich so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und da steht im Griechischen eine Konstruktion, die deutet das an, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo Gott selber bestimmt, wann er mir hilft. Da steht eine Konstruktion, die von Kairos herkommt, also vom göttlichen Zeitpunkt. Das heißt, ich muss es glauben, dass es so ist, was nämlich geschrieben steht, das kann ein kleines Kind. Kann ich das? Kommen Gläubige zu mir und sagen, ich kann nicht glauben. Und ich sage, Grimms Märchen. Wisst ihr warum? 2. Korinther 4, Vers 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Wenn ich wiedergeboren bin, habe ich den Geist des Glaubens. Der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens. Ich kann alles glauben, was geschrieben steht. Wenn ich jetzt hingehe wie ein kleines Kind und das, was hier geschrieben steht, für mich in Anspruch nehme, nämlich glaube, dass er Mitleid hat, glaube, dass er meine Schwachheiten in dem Fall nicht verdammt, sondern dass er a. mich reinigt durch sein Blut, b. dass er mir sein vollkommenes Opfer bringt, wo ich mit Christus gekreuzigt bin, wo ich jede Sünderegung brechen kann und gleichzeitig darauf vertrauen kann, dass er sagt, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm, ich werde dich durchbringen. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, du musst jetzt nur hinzutreten. Wie? Mit Freimut. Das heißt, mit erhobenem Haupt. Ist euch schon aufgefallen, ich senke das Haupt beim Beten nicht mehr. Ist völlig unbiblisch. Wisst ihr warum? Kain und Abel. Da sagt die Bibel, wenn du mit Gott nicht in Ordnung bist, dann senkst du das Haupt. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, hebst du das Haupt. Ich bete inzwischen so, dass ich das Haupt zum Jesus erhebe und sage, durch dein Blut habe ich Zugang zum innersten Heiligtum. Hebräer 10, 19 Folgeverse. Also komme ich, jetzt muss ich aber kommen mit dieser Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Da kann ich laut Hebräer 10, 19 hinzutreten im Glauben durch Jesu Blut. Habe ich Zugang.
Und jetzt muss ich glauben und realisieren, dass er mir sofort vollständig hilft in meiner Not. Wisst ihr, was dann passiert, wenn ich das glaube? Dann geht die Resignation sofort weg, innerhalb von Sekunden. Gleichzeitig werde ich vollkommen immunisiert für alle diese Hilfsdinge des Perfektionismus. Wenn heute zu mir jemand kommt und sagt, Karl Hermann, ich habe was Wunderbares, möchtest du die Fülle des Segens? Sage ich zu ihm, nein, ich habe sie schon. Dann sagt er, der ist ein arroganter Mensch. Epheser 1, Vers 13, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Wisst ihr, was das aber heißt? Ganz kindlich. Ich muss im Glauben in dieser himmlischen Welt leben. Ich muss mein Herz durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum hinaufdrehen. Ich sage mal hinaufdrehen, weil es manchmal mit einem Kampf verbunden ist. Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Mit wahrhaftigem Herzen, ehrlich vor Gott, zum Herr Jesus, ich sage, Herr, du kennst mich. Ich brauche dir kein Theater vorspielen, du weißt genau, was abläuft. In völliger Gewissheit des Glaubens. Ich glaube von ganzem Herzen, dass sein Blut mich völlig reinmacht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass er mit mir Mitleid hat. Ich glaube von ganzem Herzen, dass er mir hilft. Und jetzt sagt er, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. In dem Fall vollkommen gereinigt und ohne schlechtes Gewissen. Und dann, laut Bibel, geschieht die Befreiung, geschieht die Hilfe, geschieht der Durchbruch und dann ist Ruhe in der Seele. Wisst ihr, und das Grundproblem ist ja ganz einfach, der Teufel, das steht auch in 1. Korinther 10, 4, versucht natürlich, mich über Gedanken kaputt zu machen. Und jetzt kommen wir zu dem alten Problem. Ich dachte, hast du ein Mittel, wo du 100% feststellen kannst, ob du es denkst oder der Teufel dir den Gedanken geschickt hat? Nee. Das ist das Problem. Ich habe aber hundertprozentige Methode, um rauszukriegen, was ich denke, ob das von Gott ist oder nicht, nämlich das Wort Gottes. Das heißt, ich filtere es. Wisst ihr, wenn wir so vorgehen würden, dann würde unsere Seele zur Ruhe kommen. Da hätten wir ganz viele Frömmigkeitsformen gar nicht mehr, weil es sind nur diese Geländer, diese Hilfskrücke des Perfektionismus, wo wir Hilfe suchen. Wisst ihr, und im Prinzip, warum sage ich das auch, wenn ihr drin seid? Wisst ihr, was das sind, diese Hilfskrücken? Die sind antichristlich. Sie sind anstatt von Christus. Statt zum Herr Jesus zu gehen, gehe ich zu diesen Dingen. Und der Teufel wird alles tun, alles, dass ich nicht zum Herr Jesus gehe. Er wird alles tun, dass ich Krücke nehme. Er wird alles tun, dass ich mich an Menschen hänge. Er wird alles tun, dass ich irgendwo Hilfe suche, nur nicht beim Herr Jesus. Wisst ihr, wenn du das dann siehst, nicht übers Geschriebene hinauszugehen, beim Geschriebenen, ich habe einen Filter, wisst ihr, ich gehe einfach hin wie ein kleines Kind, bei allem. Wenn jemand von mir was will, manchmal sehe ich vielleicht dumm aus, indem ich nicht sofort antworte, ich lasse die Maschine laufen, wo steht das geschrieben. Dass du das kannst, musst du Bibel lesen, dass es nämlich drin ist. Du musst dann Bibel lesen, dass es weißt. Und dann muss man einfach sagen, okay, entweder ist es biblisch oder es ist nicht biblisch. Das ist dann biblisch. Aber nur biblisch, wo man sagt, es steht der Bibel, drum ist biblisch, das ist nicht sauber. Wisst ihr, und da kommt dann letztendlich etwas wieder, dieses sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos. Und da gibt es etwas und ich denke, das rettet mir den Kopf in der Situation. Es hat mir schon den Kopf gerettet auf der Bank und ich sage eines, ich hätte meine Kinder verboten, auf einer Bank zu arbeiten. Ich habe das 43 Jahre gemacht. Auf einer Bank lernst du wie im Institut, im Krankenhaus, da lernst du die Menschen kennen. Wenn es um Krankheit, um den Körper und ums Geld geht, dann zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht. Weißt du, und von mir sind schon Bankdirektoren gestanden. So, mit 10 gespreizten Fingern. Und zwischen den Fingern waren Geldscheine. Und so bei mir auf dem Schreibtisch draufgefallen mit den Geldscheinen. Das ist für dich.
Es war nicht sauber. Und da musste ich einen eigenen Vorgesetzter rauswerfen aus meinem Zimmer samt seinem Geld. Da will ich nicht so tun, als wäre ich dort der große Held. Da haben mir die Hose beinahe geschluttert, das sage ich ganz ehrlich. Aber wisst ihr, das Problem ist ja relativ einfach. Wenn jetzt die Situation kommt, wo du nicht mehr weißt, weder aus noch ein. Hebräer 10, Vers 4. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, das ist wohl die höchste Form des Angriffs, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Du musst nur gelassen sein. Du darfst dich nicht verrückt machen lassen. Du musst nur ganz ruhig sein. Wisst ihr, und Salomo ist ein Mann, der hat alles durchlebt. Er sagt, ich habe nichts vorenthalten. Weder meinen Augen, noch meinem Körper, noch meinem Geist, noch meiner Seele. Er sagt, ich habe alles getan. Und dann am Schluss schreibt er der Prediger. Und er sagt er klipp und klar, hier zum Beispiel, lass dich nicht verrückt machen. Wisst ihr, ich bleibe dann einfach gelassen und glaube, dass der Herr Jesus Mitleid mit mir hat. Auch Mitleid, dass ich jetzt keine Entscheidung fällen kann. Das müsst ihr euch merken, keine Entscheidung fällen. Es kann manchmal sein, du kannst keine Entscheidung fällen. Da kann ich doch zu meinem Jesus gehen und sagen, Herr, ich weiß, dass du Mitleid hast, dass ich jetzt keine Entscheidung fällen kann. Dass ich jetzt handlungsunfähig bin. Du hast Mitleid. Aber ich komme zu dir und erwarte, dass du mir hilfst. Rechtzeitig. Greif du ein. Und dann, wisst ihr, was ich dann tun muss? Nix. Das ist der Schlüssel. Was soll ich dann machen? Ich habe doch alles getan. Soll ich dann alle 2 Minuten das Gebet beten? Jedes Gebet nach dem ersten ist Unglaube. Ist euch das klar? Wenn ich es wirklich glaube, dann sage ich, Herr, danke, dass ich jetzt gelassen sein kann. Jetzt bin ich ruhig, jetzt warte ich, was du tust. Wisst ihr, wenn ich so vorgehe, dann kommt ein Herz zur Ruhe. Und jetzt kommen wir zu uns Alten. 2. Korinther 4, 16 und Folgeverse. Die Bibel sagt klipp und klar, der innere Mensch wird immer erneuert. Der ist immer jugendlich und frisch und voll Saft. Der äußere zerfällt. Auch wenn du nicht mehr kannst, wenn du plötzlich merkst, du bist nicht mehr in der Lage, alles das zu tun, was du vorher tun konntest. Weißt du, ich bin ein Mann vom Hochgebirge. Irgendwann konnte ich nicht mehr ins Hochgebirge. Ich habe das am Anfang nicht akzeptiert. Ich wollte unbedingt der Ostgipfel vom Watzmann noch packen. Ich habe den Verdacht, dass ich ihn nie mehr packe, solange ich lebe. Wisst ihr, aber ich muss mit dem leben. Ich muss mit dem leben, dass mein Gedächtnis nicht mehr so ist, wie es war vor 10 Jahren. Ich hatte ein fotografisches Gedächtnis. Du konntest mir morgens eine mehrstellige Zahl sagen, ich konnte sie dir 2 Tage danach noch runterleeren. Wisst ihr, es lässt alles nach. Fragt meine Frau bitte nicht, was ich in den letzten 2 Monaten alles vergessen habe. Wisst ihr, das ist einfach. Was soll ich jetzt machen? Soll ich verzweifeln? Nö. Gelassen. Herr, auch du weißt das. Lass mich so sein, dass alles vor dir so ist, dass in Ordnung ist. Und jetzt kommt der antichristliche Ergriff. Was soll ich tun, wenn jetzt Teuflisches kommt? Jakobus 1, Vers 5. Wem Weisheit mangelt, der bitte. Da gehe ich einfach zu meinem Jesus und sage, ich habe keine Weisheit, gib du sie mir. Ich habe keine. Ich vertraue einfach drauf, wenn ich komme, du hast Mitleid, du siehst, dass für mich ein Problem ist, ich weiß nicht, wie ich meine Situation lösen kann. Wisst ihr, ich hatte Probleme auf der Bank, ich habe schon oft erzählt, wenn ich Ja gesagt habe, war Sünde, habe ich Nein gesagt, war Sünde, habe ich nichts gemacht, war Sünde. Was machst du jetzt? Du wirst dann zum Jesuiten, der die kleinste Sünde wählt. Ich habe einfach betet, habe gesagt, Herr, du musst mich aus der Falle rausholen, hat er gemacht. Wisst ihr, und da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Problem. Die Bibel sagt ja, wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Sein Wort ist ein zweischneidiges Schwert, das mein Herz bearbeitet. Ich muss jetzt einfach hingehen wie ein kleines Kind und muss glauben, was geschrieben steht. Dazu muss ich die Bibel lesen. Da muss ich wie ein kleines Kind mich da draufstellen, entgegen meine Gefühle, entgegen meine Vorstellungen, entgegen meinem Denken, entgegen vielleicht dem Ratschlag der Menschen. Ich muss mich da völlig dagegen stellen. Ich stehe vor Gott in Christus. Ich bin Sklave Jesu Christi. Ich habe einen Herr, er ist mein Herr, ich bin nur ein Sklave. Ja, wer hat dem Sklave zu sagen? Was würde ein Herr sagen, wenn ich jetzt einen Sklave hätte und der Nachbar würde ihm sagen, mach der Garten, was würde ich dem erzählen, dem Sklaven? Aber beim Herr Jesus ist scheinbar einfach. Er ist unser Herr und wir hören auf jeden Hergelaufenen, der kommt, auf unsere eigene Seele, auf alles. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz einfacher Punkt. Entweder ich gehe hin
und schraube mein ganzes inneres Leben auf der Herr Jesus allein zurück. Und ich werde die Endzeit übelst erleben. Ich kann dem allem nur aus dem Weg gehen, der Resignation, dem Perfektionismus, meine eigenen Vorstellungen, allem versagen, wenn ich zu meinem Jesus fliehe. Kann ich zu meinem Jesus fliehen? Wisst ihr? Wenn ihr wüsstet, wie oft ich zu meinem Jesus fliehen muss. Ich muss fliehen und sage, Herr, jetzt komme ich. Ich bin so dankbar, dass Hebräer 10, 19 in der Bibel steht, dass Hebräer 4, 14 bis 16 in der Bibel steht, dass das alles geschrieben steht und dass drin steht, dass ich durch meine Wiedergeburt den Geist des Glaubens habe. Ich kann kommen und es tun. Und jetzt kommen wir halt zum entscheidenden Punkt. Ich kann niemand helfen, das zu tun. Du brauchst keine besondere Salbung, du brauchst kein besonderes Erlebnis, du brauchst auch nicht Fasten und Beten, du brauchst gar nichts. Du hast die Fähigkeit, so eine geistliche Haltung einzunehmen, dass du nicht resignierst und dass du nicht dem Perfektionismus zum Opfer fällst, dass du allein vor Gottes Angesicht stehst. Das Einzige, was du vielleicht tun musst, dass du endlich anfängst, die Bibel konzentriert zu lesen. Und dass du endlich begreifst, dass die Lehrbriefe letztendlich vom Herrn die Auslegung vom Rest der Bibel sind, dass du das machst. Und dann unterscheidest du Israel und die Gemeinde, da kann man da auch nicht erzählen, es gibt kein tausendjähriges Reich und alles dieser Unsinn. Dann liest du einfach die Bibel, wie sie geschrieben steht und nimmst das im Glauben an. Und dann gehst du mal Jesus, wenn es kritisch wird. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kannst du nicht mehr leben ohne Herrn Jesus. Dann ist es wie vom Berg der Verklärung. Sie seien nichts als Jesus allein. Du kannst leben im Gefängnis ohne Bibel, aber nicht ohne Jesus. Du kannst leben ohne Gemeinschaft, wenn du keine Gemeinschaft hast. Du kannst leben ohne Gemeinde, aber nicht ohne Herrn Jesus. Du kannst leben ohne finanzielle Mittel, wenn du arm bist, aber nicht ohne Herrn Jesus. Du kannst leben ohne Gesundheit, aber nicht ohne Herrn Jesus. Du kannst ohne alles leben. Du kannst ohne Partner leben, aber nicht ohne Herrn Jesus. Wieso? Und damit bist du an dem Punkt, wo die Bibel ganz einfach sagt, es gibt ein ganz einfaches Mittel, du musst zu ihm. Er hat alles getan, er hat alles bereitet, es steht alles geschrieben, du musst nur glauben. Und wisst ihr, was Glaube ist? Hebräer 11, 1, da steht, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ich muss es tun. Und dann ist der Sieg da. Ich möchte beten. Herr Jesus, es ist alles so einfach. Du hast es für uns elende Menschen so wunderbar gemacht. Für dich war es so schwer, dieses vollkommene Opfer zu bringen, dein Blut zu vergießen, dein Leib brechen zu lassen, die Finsternismächte auszuziehen, sie zu entwaffnen und sie letztendlich zurückzutreiben. Auch der Fluch der Sünde, der Fluch des Gesetzes, jede Strafe zu tragen. Und du hast es so einfach gemacht, dass wir nur in kindlichem Glauben dir wirklich glauben müssen, was du sagst. Wir brauchen nicht resignieren, wir brauchen nicht extrem oder perfekt zu werden, sondern wir dürfen nur kommen wie die kleinen Kinder und wirklich glauben, was du sagst, dass es so ist. Du weißt, wo jeder von uns steht, du weißt, was jeder für Kämpfe hat, du weißt, was jeden umtreibt. Ich bitte dich einfach, erbarme dich. Du hast Mitleid und du wirst dich erbarmen, dafür danke ich dir.